MKK ganz nah. Politik und Verwaltung. Der Podcast aus dem Landratsamt. Moderiert von Tim Laut. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts MKK ganz nah. Politik und Verwaltung. Jetzt wird es bunt und es wird auch gesummt, denn hier bei uns im Main-Kinzig-Kreis werden Sie auch schon die ein oder andere blühende Wiese oder den ein oder anderen blühenden Kreisverkehr entdeckt haben. Und das ist auch ganz bewusst so geplant. Darüber sprechen wir nämlich heute mit unserer ersten Kreisbeigeordneten und Umweltdezernentin Susanne Simmler. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Wir haben Sommer, wir haben viele blühende Landschaften bei uns im Main-Kinzig-Kreis schon entdeckt und das alles hat vor einigen Jahren ganz bewusst schon angefangen. Es war ein Herzensprojekt von Ihnen, vor 4 Jahren Main-Kinzig blüht in das Leben zu rufen, und da haben Sie hier ganz in der Nähe mit einer Blumenwiese vor dem Landratsamt angefangen. Inzwischen hat das ja wirklich größere Ausmaße angenommen. Hätten Sie das am Anfang so gedacht? Nein, das hätten wir am Anfang, glaube ich, nicht gedacht. Wenngleich wir uns natürlich total freuen, dass es genau so ist, wie Sie eben gesagt haben. Es ist ja quasi öffentlich geförderter Wildwuchs, den wir so ein Stückchen in die Landschaft bringen wollen. Und es war wirklich ganz toll zu sehen, mit so einer ersten Aktion mit ein paar Partnern, wie sich das so in der gesamten Region fortgesetzt hat. Aber wir freuen uns darüber, dass es genau so gekommen ist. Jetzt geht es ja darum, nicht nur um schöne blühende Abschnitte und Landschaften herzustellen für uns Menschen, sondern der Hintergrund ist ja ein ganz anderer. Was wollen Sie damit bewirken? Was soll damit gefördert werden? Na, der Hintergrund ist wirklich ein ganz ernster im Prinzip, und trotzdem darf es Spaß machen. Der Hintergrund ist die Biodiversität, alles, was kreucht und fleucht, eine Heimat zu geben. Und wir haben ja, wenn es um unsere Gärten geht, wenn es um das öffentliche Grün geht, es gerne so geordnet, so ganz kantig abgeschnitten, und genau das bietet eben wenig Heimat. Und genau darum ging es, zu lernen, den Lernprozess bei Kommunen, bei Unternehmen, bei Privatleuten einzusetzen. Ihr müsst auch mit dafür sorgen, dass es hier Heimat für die Insekten und für die Vielfalt gibt. Das kann ich mir auch ein bisschen schwierig vorstellen, weil in der Tat haben wir es ja immer alle gerne gepflegt und gemäht und alles schön ordentlich und bloß kein Unkraut, wie man ja immer vermeintlich sagt. Dabei ist es ja oftmals Wildkraut eben, die eben auch die Blüten bilden. Und da kann ich mir vorstellen, dass Sie da ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten mussten. Genau, es ging um ein Umdenken, den Denkprozess auch so ein bisschen anzustoßen. Und da haben wir wirklich ganz gute Erfahrungen gemacht, indem wir auf die Kommunen, auf die Bauhöfe zugegangen sind. Es gab zum Beispiel ein Vorurteil immer, das macht viel mehr Arbeit und es kostet natürlich mehr. Genau das Gegenteil ist der Fall. Dann gab es das Vorurteil, die Menschen werden, ja, ich sage mal, das nicht so schön finden wie ein gut gemähter Rasen oder wie die Geranien, die dann irgendwo wachsen. Und auch da war das Gegenteil der Fall. Also der Denkprozess hat geholfen, die Unterstützung, die Beratung hat geholfen. Wir sind vor Ort gegangen, haben mit den Bauhofmitarbeitern gesprochen, haben mit den Unternehmen gesprochen. Und darum geht's. Mit den Partnerinnen und Partnern, dem NABU, all denjenigen, die mittun wollen, Denkprozesse anzustoßen. Jetzt haben Sie da schon so ein paar Partner genannt, NABU unter anderem. Wie wichtig war denn da die fachliche Begleitung, diese Flächen zu gestalten und zu erschließen? Ja, genau, diese fachliche Unterstützung ist extrem wichtig. Es geht ja nicht nur darum, einfach irgendwo etwas wachsen zu lassen, sondern es geht um einmal den Boden. Wie muss der beschaffen sein? Wie muss der noch aufgewertet werden? Es geht dann um die Pflanzen. Wie pflanze ich die dort? Welche pflanze ich dort? Und das geht nur mit Partnerinnen und Partnern, mit ausgebildeten Biologen, mit Beraterinnen und Beratern aus zum Beispiel dem BUND oder dem NABU. Und das ist auch Teil des Projektes. Wir fördern, wir beraten und wir begleiten. Und dass das funktioniert, das macht mich nach so kurzer Zeit wirklich ganz glücklich. Da ist ja zum einen eine Akzeptanz natürlich auch von den Bürgerinnen und Bürgern jetzt wahrgenommen worden, abgesehen davon, dass es mittlerweile schon zum gewohnten Bild gehört, was natürlich sich über die letzten Jahre etabliert hat, geht es ja auch darum, den Wildbienen eine Heimat zu bieten. Und das ist ja sozusagen das, was Sie in erster Linie bei den 4 Projekten, die der Main-Kinzig-Kreis begleitet, sozusagen fokussiert haben. Gibt es da schon erste Ergebnisse, wo Sie sagen, das hat gefruchtet? Also erstmal hat es schon gefruchtet, nachdem, wenn ich hier durch den Kreis fahre und so viele Flächen sehe, die jetzt ganz offensichtlich auch mit diesem Denkprozess umgewandelt worden sind.
Es hat auch insofern gefruchtet, Sie haben eben angesprochen, wir machen Projekte mit Wildbienen, aber auch mit der Honigbiene. Da hat auch in der Landwirtschaft ein Umdenken eingesetzt. Also wir waren zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten vor Ort gewesen und haben gesagt, komm, wir unterstützen euch. Und das Schönste ist, dass ganz viele andere Ideen dann draufgesetzt werden. Das müssen gar nicht mehr wir sein, wir müssen das auch gar nicht alles wissen, aber es setzt sich fort. Es ist wie so eine kleine Lawine ins Rollen gekommen, ob das in Schulen ist, ob das in Unternehmen ist, in der Landwirtschaft. Und genau das zeigt uns eigentlich, dass wir Erfolg hatten, ja. Ich höre raus, Sie waren da also durchaus der Impulsgeber des Mein-Kind-Sich-Kreises. Ist das aus Ihrer Sicht wichtig gewesen? Also es brauchte schon jemanden, der mit Nachdruck davon überzeugt ist, dass wir das tun. Da gab es natürlich, wie gesagt, auch Kritiker. Aber es gab ganz viele in der Verwaltung, in Unternehmen, in den Kommunen, die gesagt haben, ja, da sind wir mit dabei, das probieren wir aus. Und die Flächen, wir erheben natürlich auch, wie viele Flächen jetzt umgewandelt wurden und betreut werden, die geben uns einfach recht. Und auch, ich finde es schön zu sehen, was dann alles summt, brummt und blüht. Jetzt haben wir schon so viel Lust bekommen und die Frage, die sich mir stellt, nicht jeder hat einen kleinen Garten, aber vielleicht für diejenigen, die einen Garten haben oder auch vielleicht einen Balkonkasten, wie kann ich da am eigenen Haus, in der eigenen Wohnung vielleicht auch das ein bisschen verbessern, ein bisschen mitwirken? Welche Tipps können Sie uns da mitgeben? Also ich bin total Verfechterin davon, dass jeder was tun kann. Also ich glaube, wenn wir dieses Prinzip ein Stück weit auch darauf übertragen, dann ist das sehr gut. Und man braucht gar keinen eigenen großen Garten. Man kann im ganz kleinen anfangen. Sie haben eben Balkone erwähnt. Da gibt es tolle Bücher dafür, wie man auch in Kübeln etwas tun kann, wie man in Kästen etwas tun kann, die vielleicht anders aussehen, als man das von der Oma oder vom Nachbarn irgendwie gewohnt ist. Oder wenn man einen Garten hat, vielleicht einfach mal ein Stück Holz liegen lassen, nicht aufräumen, nicht alles irgendwie ordentlich hinstellen. Da muss man manchmal auch das Kreuz durchdrücken und mit dem Nachbarn drüber reden, warum man das tut und dass das einen Sinn hat, nämlich Heimat zu bieten, auch mal Wildkräuter, wie Sie erwähnt hatten, eine Chance zu geben, zu wachsen und nicht gleich alles abzusäbeln. Es gibt ja kein Unkraut. Jedes Kraut hat seine Berechtigung. Wir müssen es vielleicht nur manchmal von anderer Seite betrachten. Ist ja auch irgendwie ein bisschen beruhigend für den einen oder anderen, der jetzt nicht den mega grünen Daumen hat und immer mit der Ordnung hinterherkommt im Garten. Das muss gar nicht sein. Das hat sogar sein Gutes. Also das ist doch irgendwie eine beruhigende Begründung, wie ich finde. Wie kann ich mir denn Ihren Garten vorstellen? Ist das dann auch eher so, dass da mal ein Stück Ast noch liegt? Das ist so. Also ich habe zwei Söhne und einen Mann. Wir haben einen Garten, der sieht genauso aus. Da darf alles wachsen. Ich sage immer, bei uns darf alles, kriegt alles nochmal eine Chance. Da liegen Dinge rum, um Heimat zu geben, den Krabbelkäfern, auch wenn sie vielleicht nicht so besonders schön aussehen. Mal nicht die Thuja-Hecke zu pflanzen oder den Kirschlorbeer zu pflanzen, sondern sich zu überlegen, eine Rose zu pflanzen, Liguster oder sonst irgendwas. Also mein Garten, der lebt, der brummt und summt. Wir haben da auch mit den Nachbarn schon uns drüber unterhalten und auch da kann man dann Denkprozesse anstoßen. Und sowas macht auch Spaß, gerade mit Kindern zu zeigen, was dann alles wächst, was alles brummt und was alles summt. Also glauben Sie, da ist dann auch schon sozusagen das Mitnehmen der Kinder ganz wichtig, das in die Kindergärten, in die Schulen zu bringen, das Thema, dass da einfach ein Grundverständnis von vornherein entsteht? Genau, nachdem mein Kind sich blüht und wir auf die Kommunen zugegangen sind, sind wir ja dann auch auf Schulen zugegangen, sind auf Unternehmen zugegangen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man in Berührung kommt damit, mit dem Thema in Berührung kommt und auch merkt, ach guck mal, das hat einen Sinn. Dass da jetzt nicht mehr die Kante gehäckselt und gerade ist und dass der englische Rasen sozusagen ausgerollt ist. Es hat einen Sinn. Und ich finde dann immer ganz toll anzusehen, wie Denkprozesse einsetzen, wie das weitergedacht wird und wie der Spaß dann irgendwie, wir waren an einer Schule, haben da mit den Schulkindern etwas getan, wie der Spaß einfach dann dabei auch kommt. Und wenn beides zusammenkommt, dann war dieses Projekt oder ist dieses Projekt einfach lebend und genau das wollten wir initiieren. Und damit haben Sie uns ja auch schon einen super Ausblick auf die Zukunft gegeben. Also ich hoffe, unser Mein-Kind-Sich-Kreis blüht auch in den nächsten Sommern bunt und es wird auch ganz viel gesummt bei uns im Landkreis. Das alles natürlich angestoßen durch Mein-Kind-Sich-Blüht und natürlich durch Ihre Initiative. Frau Simler, vielen Dank für diese heutigen Informationen. Ich denke, das hat auch den ein oder anderen Gärtnerlein beruhigt, dass man da gar
gar nicht den großen grünen Daumen braucht, ganz im Gegenteil. Das finde ich auch schon mal gut zu hören, auch für mich. Ja, und das sind wirklich spannende Erkenntnisse, die wir da heute schon gewonnen haben. Vielleicht ist es ja auch etwas, wo Sie sagen, Mensch, das nehmen wir uns jetzt auch mal zu Herzen. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Und natürlich freuen wir uns auch in der nächsten Folge auf ein ganz anderes Thema sprechen zu können. Und zwar geht es um die Digitalisierung. Wie steht da eigentlich der Main-Kinzig-Kreis aktuell da und was ist noch geplant? Darüber sprechen wir mit dem Kreisbeigeordneten Winfried Ottmann und ich würde mich freuen, wenn auch Sie in unserer nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind.